Militärflughafen Fischkabur im Länderdreieck Irak, Türkei, Syrien. 250 irakisch-kurdische Peschmerga bereiten sich vor auf ihren Einsatz an der Front, dort, wo sie am gefährlichsten ist. Die Waffen sind größtenteils Jahrzehnte alt, genau wie die russischen Transporthelikopter. Das Ziel ist das Sindschar-Gebirge, nach dem blutigen Vormarsch des sogenannten Islamischen Staates, Inbegriff des Leides einer ganzen Region. Das Sindschar-Gebirge, seit August letzte Zuflucht der Jesiden vor den mordenden Kommandos des Islamischen Staates. Der Einsatz der Peschmerga-Kämpfer zur Rettung der Jesiden ist eine brandgefährliche Operation. Die Hubschrauber werden so oft angegriffen, dass nach der Landung alles extrem schnell gehen muss. Die Kämpfer springen auf die Erde und dann stürmen die Menschen auch schon hinein. Wer im Sindschar zurückbleibt, schwebt in Lebensgefahr. Die Peschmerga starten an diesem Tag eine erfolgreiche Offensive gegen weit über 1000 hochgerüstete Islamisten und können die 8000 Zivilisten in den nächsten Tagen evakuieren. Auch wenn diese Offensive erfolgreich ist, im Abwehrkampf gegen die Terroristen des IS sind viele Kurden gestorben. Denn militärisch sind sie hoffnungslos unterlegen, beklagt Kommandant Mohammed Kotscher. Die Terroristen haben jede Menge hochmoderne Waffen. Mit unseren Kalaschnikows können wir dagegen nichts ausrichten. Was wir unbedingt brauchen, sind Panzer, Artillerie und schwere Maschinengewehre. Außer dem, was sie am Leibe tragen, haben diese Menschen alles verloren. Die Zukunft ungewiss. Nach der Landung werden die Verwundeten in Krankenhäusern versorgt, die anderen auf die überfüllten Flüchtlingslager in Kurdistan verteilt. Kurdistan, wilde Schönheit. Wir machen uns auf zum heiligsten Ort der Jesiden. Die religiöse Minderheit lebt vor allem im irakischen Teil von Kurdistan. Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Lalisch, das Zentrum des Jesidentums. Eine friedliche Religion, älter als Juden und Christentum, deutlich älter als der Islam. Naturphänomene wie Sonne und Mond, aber auch Sandstürme und Erdbeben sind den Jesiden heilig. Sie gelten als Zeichen der Allmacht ihres Gottes. Da die Jesiden kein heiliges Buch haben wie die Bibel, den Talmud oder den Koran, gelten sie radikalen Muslimen als Ungläubige, als Götzenanbeter. Seit Anbeginn wurden sie von ihren zahlreichen Feinden verfolgt. Ungezählte Traditionen gibt es bei den Jesiden. Das Öl für die Kerzen muss in diesen rund 900 Jahre alten Amphoren aufbewahrt werden. Im gleichen Raum, der in den blanken Fels gehauen wurde, der Stein der Wünsche. Mit geschlossenen Augen können die Gläubigen ein Samttuch auf einen kleinen Vorsprung werfen. Wenn das Tuch bei 3 Versuchen liegen bleibt, geht der Wunsch angeblich in Erfüllung. Die Grabkammer von Scheich Adi ibn Musafir, Erneuerer der jesidischen Religion und Inkarnation des Engels Gottes. Nach seinem Tod Mitte des 12. Jahrhunderts war die Verehrung für ihn unter den Jesiden so stark, dass man seinen Schrein zum Zentrum der Religion erhob, erklärt der Jeside Lukman Suleiman. Scheich Adi hat die 3 Kasten klar voneinander abgegrenzt, die bis heute die Basis des Jesidentums bilden. Zuerst die oberste Kaste der Scheichs, dann die der Weisen und schließlich die Merit, die Laien. Hochzeiten sind nur innerhalb der Kasten erlaubt. Es ist eine geschlossene Religion. Man ist Jeside von Geburt an. Man kann nicht konvertieren. Wir treffen Baba Scheich, das Oberhaupt der Jesiden.
In Washington und Brüssel hat er um Hilfe und Schutz gefleht. Ein verzweifelter alter Mann, der nur eines will: Frieden. Die Terroristen haben mit schweren Waffen auf unsere Brüder und Schwestern im Sindschar geschossen und alle unsere Dörfer zerstört. Viele Menschen sind dabei getötet worden. Doch am schlimmsten war für uns, dass sie unsere Frauen ermordet und unsere Mädchen verschleppt haben. Wir wollen wissen, wie es jenen jungen Frauen und Mädchen ergangen ist, die in der Gewalt der Terroristen waren und fliehen konnten. Unsere Spurensuche beginnt in den Flüchtlingslagern, wie hier in Khanke. Mit 80.000 Menschen das größte Camp im irakischen Kurdistan. Fast alle hier sind traumatisiert. Mühselige Versuche, so etwas wie Normalität entstehen zu lassen. Frauen backen Brot für ihre Familien, nach alter kurdischer Tradition. Die Trauer der Menschen ist mit den Händen zu greifen. Dass sie ihr Hab und Gut verloren haben, ist nicht das Schlimmste. Die meisten haben gleich mehrere Familienmitglieder verloren. Eine von 22 Nichtregierungsorganisationen, die Women Empowerment Organization. Sie kümmert sich vor allem um das Schicksal der Frauen. Mitarbeiterinnen wie Betin Kader Hamed sind selbst nur knapp dem Tode entkommen. Viele Mädchen haben sich Dreck ins Gesicht geschmiert, um hässlich zu sein, damit die Islamisten sie nicht mitnahmen. Doch leider wurden auch sie vergewaltigt. Das ist das größte Leid für uns. Ich als jesidisches Mädchen kann das sagen. Wir würden alles hinnehmen, man könnte uns töten, sogar abschlachten. Aber so entehrt zu werden, das ist das Allerschlimmste. Sieben Geschwister, sieben Waisen. Die Eltern wurden vom Islamischen Staat ermordet. Der älteste von ihnen, gerade 17 Jahre alt, ist nun das Familienoberhaupt. Nun fristen die Kinder im Lager ein trostloses Leben. Niemand ist ihnen geblieben. Ich bin noch viel zu jung, um diese Verantwortung zu übernehmen. Es ist wirklich sehr, sehr schwer für mich. Mein einziger Traum ist, dass meine Eltern zurückkommen. Vergewaltigung, ein überaus sensibles Thema. Nicht nur, dass die Frauen sich schämen, über das Erlebte zu sprechen. Viele haben immer noch Verwandte, die der IS noch gefangen hält. Jedes Interview, befürchten sie, könnte das Todesurteil für die Schwester oder die Mutter bedeuten. Deshalb zeigen wir sie nur verschleiert und nennen weder den Ort, wo wir mit ihnen gesprochen haben, noch ihren richtigen Namen. Basima ist 15 Jahre alt. Zwei Monate lang wurde sie von einem sogenannten Emir missbraucht und dann an einen anderen Mann weiterverkauft. Die Frau des Vergewaltigers hat alles mitbekommen. Basima geholfen hat sie nicht. Ich habe das außer meinem Onkel noch niemandem erzählt, nicht mal meinen Cousinen. Ich habe allen nur gesagt, dass ich flüchten konnte. Als er das zum ersten Mal mit mir gemacht hat, wollte ich nur noch sterben, genau wie jetzt. Ich habe niemanden mehr, das ist doch kein Leben, was ich führe. Ich vermisse meine Familie, meinen kleinen Bruder, meine Schwestern, meinen Vater. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß nicht, warum sie mir das angetan haben. Er war kein Mensch, er war ein Monster. Wie geht es dir, seitdem du hier in Sicherheit bist, fragen wir. Ich muss immer an meine Schwester denken, die noch in Mosul ist, beim IS. Ich kann nicht aufhören, an all das zu denken. Etwas in mir ist außer Kontrolle. Ich kann nichts dagegen machen. Was hast du damals gedacht? Ich bin ein kleines Mädchen. Was habe ich Böses getan? Ein Mädchen liegt kraftlos auf einer Matratze am Boden. Heute Morgen ist sie nach dreimonatigen schweren Vergewaltigungen operiert worden. Nur ihre Schwestern, Zeynab und Hanin, fühlen sich stark genug, um über ihre Torturen zu reden. Eine weitere Schwester ist noch in IS-Gewalt, offenbar im syrischen Raqqa. Zeugnisse aus einer Hölle namens Mosul. Ich habe versucht, ihn davon abzubringen, aber ich konnte ihn nicht stoppen. Er war zu kräftig.
Ich habe versucht, ihn wegzudrängen, aber er war stärker. Ich habe geschrien und ihn angefleht, damit aufzuhören. Aber er hat einen Plastikschlauch genommen und mich grün und blau geschlagen. Ich kann nicht beschreiben, was passiert ist. Ich wünschte, ich wäre tot. Das sind keine menschlichen Wesen. Wenn es Menschen wären, dann hätten sie uns Mädchen so etwas nicht angetan. Glaubst du, dass du noch einmal ein normales Leben führen kannst? Irgendwann vielleicht? Nach der Zählung der Jesiden findet derzeit der 73. Genozid an ihnen statt. Und diesmal, so sagen sie, ist es schlimmer als jemals zuvor. Seit den Massakern im August sind die Zeremonien eingestellt worden. Das religiöse Leben ist zum Stillstand gekommen. Selbst Hochzeiten dürfen nicht mehr stattfinden, angesichts dessen, was die Mitglieder der kleinen Glaubensgemeinschaft erleiden mussten. Nur einen wichtigen Ritus vollführen die Tempeldiener auch heute noch, ob es regnet oder schneit. Das Anzünden der 366 Kerzen in der Tempelanlage von Ladisch, immer kurz vor Sonnenuntergang. Damit soll das Licht der Sonne hinübergerettet werden in die Nacht.